Basics hier kaufe ich mir nochmal. Zack. Esthöhle könnte echt interessant sein, ob ich da jetzt reingehe. So, also ein Attackenproblem sollte ich nicht haben da. Mit Ragosso brauche ich auch gegen Flugtypen keine Angst haben. Der Logok wäre halt, wie gesagt, immer noch bescheiden damit zu nehmen. Von daher. Ach komm, ich gehe jetzt einfach in die Westhöhle rein, weil dann triggere ich auch das nächste Ereignis wahrscheinlich, gehe ich mir von aus. Oder nach. Ich mache jetzt den Dungeon und danach werde ich nochmal einen Besuch im Kleinhain machen. Ich glaube, dass das sonst ein bisschen brutal werden könnte. So, Westhöhle. Das Team ist, glaube ich, okay. Items und Geld, Items verwalten, Items entnehmen. Sortieren, Standard. So. Im Fall der Fälle will ich schon mal 40 Tusker-Äste haben. Croissant-Äste. Und dann. Dann haben. Die Äpfel, dann habe ich 5 Äpfel. Muss reichen. 3 Top-Ether. Ein Top-Elixier. 5 Siedelbeeren sollten reichen. Fünf Mini-Belebersamen. Ein Erkenntnissamen nehme ich mal mit. Boss. Wenn der das wahrscheinlich machen kann, dann kann ich das nämlich auch. All Ausweichorb möchte ich wieder einhaben. Nee, halt, das ist ein No-Ausweichorb gewesen. Alle Ausweichorb bitte einmal. Alle Kraftorb bitte einmal. Teambeleber-Orb für den Fall der Fälle. Im Schlafzeug habe ich jetzt gar nicht benutzt. Aber die waren jetzt auch nicht so nötig. Lagern. Ausweichorb. So. Davon, 5 davon. Dann 5 davon, habe ich irgendwas vergessen. Ich habe noch die Äste mit, wenn ich mal irgendwie eine Bredouille haben sollte. Ich glaube, das sollte so reichen. Aufbrechen. Westhöhle U1. Ich setze echt mal Kraftschub wieder ein. Kann ja nicht schaden. Ich habe mal gespannt. Oh, Rosanna. Oha, das Vieh hält 3-mal Erdkräfte aus. Die scheinen hier relativ hoch im Level zu sein. Gehe ich mal ganz stark von aus, oder? Aber ich komme relativ schnell durch, von daher. Scheiß drauf. 109, naja gut, die. Es ist keine Tiefenruine mehr. Wo sie instant. Oh, 180 EP. Aber EP-technisch sind die jetzt schwächer als die Deoxys. Von dem Gesichtspunkt her müsste ich eigentlich jetzt wieder hier einen Vorteil haben. Ja, okay, mach du mal Knogger. Alter, das ist geil, wenn ich jetzt die Fähigkeit hätte für Knogger. Ah, das wäre doch mal toll. Das ist ein Monsterraum. Da waren so viele Gegner jetzt. Und ich hau sie alle One-Shot fast weg. Ja, geil. 1895 EP. Der Raum war jetzt so viel wert wie irgendwie 10 Deoxys gerade. Eieiei. So, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt zu den Items finden. Hier sind auch kaum Fallen drin in dem Raum. Hauptsache. Ja, super. Okay. Ey, ich konnte alles mitnehmen. Ich muss nichts wegwerfen. Erdkräfte. Sanna wieder oder? Ey, NATO.
Alles treffen meine Attacken mittlerweile halt fliegende Viecher. Seit wann haben die Items dabei? Militi sind auch hier, okay. Ja, weitergehen bitte, danke. Ach, das geht so schön schnell hier jetzt gerade. Im Verhältnis zu dem letzten. So. Das ist so schön entspannt jetzt gerade irgendwie hier die Westhöhle im Verhältnis zu Deoxys an der Höhle. Ja, das war schon. Hab ich jetzt gerade. Also ist jetzt die Deoxys-Höhle eigentlich. Die kam als Event nach der Westhöhle. Aber direkt nach dem Silbergraben. Der Silbergraben kam aber lange vor dem Weit-Weit-Berg. Die Reihenfolge, wann hier was angesagt ist, am besten. Aber EP-technisch sollte ich jetzt definitiv das hier vor Deoxys machen. Aber naja, okay. Wie hätte das was, wenn Deoxys eine Mega-Entwicklung hätte? Meine, stelle ich mir schon interessant vor. Okay. Ach, vor allem, die greifen wieder mit an. Ich bin nicht mehr der Einzige, der angreifen muss. Und ich verbrauche nicht mehr andauernd doppelte EP, AP. Trinken. Hier. Das kann ich mir jetzt hier leisten. Zu überfüllen. Alter, dann die Monsterräume gerade. Oft man da einfach casten musste. Ja gut, trinken. Oh, du hast relativ oft Erdkräfte mittlerweile benutzt, Knocker. Heule du. Hieß es nicht mal, dass Kangama oder so das Muttertier von Dragosso ist? Meine, es war Kangama, dass die Mutter von Dragosso, / Knocker ist. Und das setzt ja quasi den Schädel seiner Mutter auf. Aber das Problem, was ich gerade daran sehe, ist, dass ein Dragosso auch schon den Schädel der Mutter trägt. Und der Schädel halt bei dem Knocker mitwächst, komischerweise. Das ist so ein Widerspruch, dass der Schädel mitwächst. Der zweite ist in dem Fall, also kommst du eigentlich nicht an. Du kommst gar nicht zum Zug, oder? Das zweite Problem, was ich irgendwie da an der Sache sehe, ist, wenn Kangama das Muttertier ist von Dragosso und so gesehen auch Knogger, warum entwickeln die sich dann nicht zum Kangama weiter? Ich kann mich jetzt gerade irren, aber ich meine, das war Kangama, das als Muttertier gilt. Aber okay. Naja. Manche Sachen sollte man nicht hinterfragen, da hat Nintendo einfach nicht mitgedacht, wahrscheinlich. Sieht interessant aus. Was ist das? Punktur. Das ist ein Eisstrahl. So. Absamen. Also das ist ein Samen. Auch ein Wab. Ist da hinten auch ein Wabsamen gewesen? Den Sichtsamen. Essen. Zwei Magenpunkte. For free, von daher. So, ein Scaraborn habe ich schon. Weiteres brauche ich nicht. Ich meine, ich brauche nicht mal das eine, was ich habe, aber naja. Und Drecke. So. Für Appel. Dass aber dieser Dungeon auch nur 20 Ebenen hat, ist auch interessant. Warum diese Dungeons alle jetzt so wenig gegen Ende hin? Damals habe ich es noch nachvollziehen können. Oh fuck. Ja, damals konnte ich es nachvollziehen, weil halt man öfter gegen Legendären gekämpft hat. Bis man sie bekommen hat. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht mehr der Fall. Hallo, Kirlia. Zick. Item Lebenssamen.
den Lebenssamen bekommen. Und ich dachte, mein Inventar wäre voll. Wieso gehen die jetzt nach unten automatisch? Ich bin doch oben. Ich hätte da jetzt einfach ein bisschen nach oben gehen können. What the fuck is wrong? Statt jetzt direkt oben den Gang genommen haben. Nein, die laufen jetzt erst nach unten und dann wieder nach oben zu laufen. Das Auflaufen ist teilweise echt behindert. Das ist wirklich behindert. Nimm nichts nach. Aber okay. Vestilu 11. Eistrahl. Und Schluss. Ich möchte weitergehen. Ja, ich möchte weitergehen. Also ich habe Turtok Probleme gehabt. Das ist ein echt schwaches Turtok. Ich meine, die sind auch nur im Goldrang oder so, wenn überhaupt. Mittlerweile habe ich ja den Platinrang oder so, aber naja. Noch ein paar Punkte mehr und ich habe einen höheren als Platin. Was dann kommt, weiß ich gerade aber nicht. Für den ganz großen Meisterrang braucht man ja eh viel zu viele Punkte. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so eine Farmerei, die werde ich mir, glaube ich, nicht die Mühe machen. Aber naja, mal gucken. Unwahrscheinlich, dass ich das mache. Aber vielleicht ergibt sich doch noch was. Genesung. Mittlerweile bin ich auch so ein bisschen über die Müdigkeit jetzt hinweg. Ist blöd. Muss ich wirklich bis um 3 warten. Oder ich lege eher ins Bett und schlafe halt länger als... Ja, aber wenn ich morgen mehr als 9 Stunden schlafe, dann habe ich auch ein Problem. Ah, man kann es mir nicht hier recht machen. So lange schlafen darf ich nicht, weil dann bleibe ich morgen zu lange wach. Das Wichtigste ist, dass ich morgen Nacht früh schlafen gehe. Dafür muss ich aber morgen auch schon früh aufstehen. Also 12 Uhr ist eigentlich optimal. Im Worst Case halt um 5 oder 4 halt schlafe. Dann kann ich halt bis 12 schlafen und dann habe ich 3 Stunden bis zum Termin. Eine Stunde wach werden, halbe Stunde anziehen, halbe Stunde hinfahren, dann habe ich eine Stunde vorher Zeit. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Nein, wenn du es nicht einsammeln kannst, dann trink es einfach direkt. Ich gib's noch Luna. Zack. Oh, hier gibt's Simsala. Das ist hier interessant. Achso, stimmt, Glurak war ja auch dabei. War ja nicht nur Turtok. Turtok war der, der von der Meteorhöhle erzählt hat, glaube ich, genau. Die haben schon recht wenig HP teilweise. Oh, jetzt sind wir in der tiefen Höhle. Und jetzt gehen die Fallen, glaube ich, los, oder? Also die richtig harten Fallen. Das wär's doch jetzt. Trocosso eigentlich, Knogger eigentlich eine Weiterentwicklung. Es wäre interessant, wenn Knogger sich in die Alola-Form wandelt. Wenn es Erkenntnissamen nimmt. Unlogisch, aber wäre interessant. Es wird einen Platz zu machen. Gut. Der Raum ist so groß. Und da ist natürlich jetzt eine Falle. Euer Ernst? Wow. Aber rein theoretisch dürfte das gegnerische Boss-Pokémon jetzt gleich auch wieder nur ein Feldbreit sein. Ich verstehe sowieso nicht, warum die ganzen Vögel so fett sind. Die Groudon, Kyogre und Rayquaza machen noch Sinn. Die Vögel theoretisch auch. Aber irgendwie auch nicht. Naja. Naja, mir egal, ob es sich hier auf der Ebene noch befindet. Ich möchte weitergehen, danke. Also ich glaube, Erdkräfte von Keule sind leer, kann das sein? Ich brauche kein Herkules-Käfer. Kein Karaborn. Er hat getroffen, der Angriff? Also ich fand jetzt rein optisch, war der nicht im Raum drinne auf der Karte, aber okay. Von mir aus. Ich will mich nicht beklagen. So, willst du weiter gegen uns helfen? Ja. Ja. Erdkräfte. Doppelcast.
Weiß doch drauf, ob das Ding Schwebe hat. Was war das jetzt für ein Move? Ich werde jetzt garantiert nicht für eine Ebene noch einen Apfel essen. Und die vergessen. Oh, hier ist ein Haus. Au. Habe ich eine Einladung? Ich habe keine Einladung mit, oder? Ich vergesse die Einladung jedes Mal. Scheiße. Okay, hier ist doch ein Apfel. Ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr drauf gehen jetzt hier. Und einen Belebersamen verschwenden. Heldkräfte. Und super. Ich wurde aufgestuft. Yeah. Leute, drücken den Gang. Er muss ins Sichtfeld geraten, bevor ich herauskomme. Wie viele? Ich habe nur alle Siedelbeeren, okay. Ach, der ist jetzt einfach in einen anderen Raum weitergegangen. Ja gut. Ja, gesau. Heute in der KP-Knappheit. Das sagt er nicht ohne Grund. Da unten schläft irgendwas. Ein Kronk. Okay. Güterpumpe. Geht drauf. Seh dich, hier unten ist der Raum. Wow. Das hat jetzt übel ausgehen können. Na komm. Gut. Setz mal den Erkenntnissamen jetzt hier ein. Tipp. Essen. Honi. Zack. Und jetzt eben eine U20. Bin ich mal gespannt. Bär. Er wagt es, meinen Schlaf zu stören. Ich. Hi, Mewtwo. Ja, mach mal nicht einen auf Badass jetzt hier. Mein Name ist Mewtwo. Der einzige Zweck meines Daseins ist der Kampf. Ich verweile stets regungslos in dieser Höhle. Kennst du den Grund? Ich nenne ihn dir. Damit ich jeden Einzelnen, der sich hierher wagt, meiner ganzen Macht besiegen kann, auf in den Kampf. Wäre es nicht schlauer, dann einfach draußen zu gehen und da zu kämpfen? Eigentlich ja. So, du bist wieder relativ unnutzt jetzt gerade, wobei Geistattacken gegen Psycho, ich weiß gerade gar nicht, ob das effektiv ist. Wahrscheinlich. So, erstmal all Ausweichorb, weil ich habe keinen Bock getroffen zu werden. Hätten wir das jetzt. Bosskämpfe mit Gegnern, die ein Feld breit sind, sind glaube ich eigentlich relativ easy immer. Auch was wäre. Du hast mein Luna gekillt. Du killt mein Luna. Ist der Buff jetzt von Luna runtergenommen, weil sie gestorben ist? Er sie es. Egal, buffen wir einfach die anderen beiden. Greifen schon mit Erdkräften aus Entfernung an. Super. So. Eigentlich muss ich jetzt nur ein Feld nach hinten gehen. Dann musst du dich nämlich nach uns bewegen. Na, verwandelt er sich schon? Oh, machen wir Erdkräfte einfach. Es wird auch immer stärker von Angriff zu Angriff, oder? Warum? Warum geht es wieder dahin? Warum geht es wieder genau in Schussbahn? Verstehe es nicht. Okay, Mega-Entwicklung. Also es ist fast tot. Das ist jetzt die X- oder Y-Version von ihm. Ja, was ist die X-Version, oder? Weißt du was, nun leck mich im Arsch. Du bleibst jetzt tot. Du bist selber schuld, wenn du so blöd bist. Dieser kommt nichts nach. Einmal ein Feld zugehen. Weil sonst werden wir immer beide getroffen. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Güterpumpe. Go. Voller KP knapp bemerkt. Ohne ja, sieben Bär reinsetzen.
Bleib mal her. Taurasphäre. Hydro-Bombe. Und Doppelcast. HP knapp bald gemerkt. Silbeere, ja. Gebär zu fressen. Sonst sterbe ich. Hubwagen. Verfehlt. Gut. Hydro-Pumpe. Was ist die Stärke? Erdkräfte oder Hydro-Pumpe? Mini-Bleber-Samen. Ich brauche nämlich noch so ein bisschen. Welches Stück soll eigentlich jetzt Dingens stärker sein? Hydro-Pumpe, oder? Oder? Macht mehr Erdkräfte jetzt. Shit. In die Blebersamen. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Geh drauf. Stirb einfach jetzt. Du hast lange genug gelebt. Hallo? Welchem Item soll Mini-Blebersamen? Wie viele Blebersamen habe ich noch? Gar keinen mehr. Erdkräfte. Geh einfach drauf jetzt. Ich habe auch keine Seelenbären mehr, oder? Okay, Moment, Moment. Das ist nicht euer Ernst. Wie viel hält der aus? Ich kenne sie nie mehr. Doch, hab ich. Ich hoffe, einer von den beiden setzt den Sinelwerb auf mich ein. Doppelcast, na Glas, ja. Geh einfach drauf. Oh Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass ich den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Jo, hat der viel ausgehalten diesmal. Der Boss. Das war ja schon knapp, ich muss schon den Teambeleber einsetzen. Euer erbitterter Kampf hat Mewtwo deutlich gesagt, wie mutig Team Uniperium ist. Du hast jetzt sogar eine Geheimhöhle. Und Mewtwo ist deinem Team beigetreten. Ja, Level 70, okay. Ist gerechtfertigt. Durchsetzungskraft. Mewtwo Spitznamen geben? Nein. Obwohl gemeistert, ja, definitiv. Das war jämmerlich gegen Ende jetzt, aber ey, es ist alles hingekommen, wie es sollte. Hm. Auch wenn ich meine Mega-Entwicklung jetzt relativ kurz hatte, nur. Kurz. Ist halt blöd gegangen, weil ich gestorben bin. Weil ein gewisses Knocker mich nicht heilen wollte, aber okay. So. Morgen Oni. Ja, ja. Wie lange habe ich das eigentlich gebraucht für die Höhle? 3 Stunden hatte ich. War das jetzt echt nur knapp 20 Minuten? Oder 25? Geschenk, Makuhita Dojo, ja. Oho. Wenn das S-Tickets wären, dann wäre es ja ganz gut, aber bei Bronze-Tickets irgendwie so, naja. Nicht gerade lukrativ. Ja, kein Bock auf dich. Ablehnen, ja. So, besuchen wir ganz kurz Mewtwo. Pokémon-Liste. Was denn? Na? Ey. Guckt. Ah, Lugia habe ich auch noch gar nicht markiert gehabt. Blind? Wo ist denn Mewtwo? Ah, da. Dann drinnen in Pink. Okay. Achso, ich wollte ja. Wollte ja bei Mewtwo gucken gehen, genau. So. Ja, dann ist jetzt. Oh, ja, gut, dein Spezialangriff gefällt mir.
vor allem, du hast eine tolle Mega-Entwicklung. Ja, Lugia. Wieso ist Lugia jetzt nicht unter Ho-Oh? Der ist über Ho-Oh. Geht auch noch. Also für 6 Level, dafür, dass er halt eigentlich nur 10 Level ursprünglich tiefer war, Lugia. Das ist vielleicht Level. Es hat 70. Es sind 50 Spezialangriff und 20 Angriff, die Mewtwo schon mehr hat als Lugia. Und das mit nur 10 Level Unterschied. Vor allem die HP wahrscheinlich erst. Ja gut, HP gehen noch einigermaßen im Verhältnis. Aber trotzdem. Das ist schon dafür, dass. Und Mewtwo fängt man halt auf, also bekommt man am Level 70. Der braucht halt ein paar höhere Stats. Aber wie gesagt, Lugia war auch 60. Also irgendwie. Ist so ein bisschen unausgeglichen in diesem Spiel. So ein bisschen. Naja, gut. So, hat jetzt irgendwer hier im Dorf was zu sagen dazu, dass wir jetzt irgendwie das gemacht haben? Ist durch unser Team mit dem Goldrang, aber es dann noch höhere Ränge gegeben. Ja, dann mach doch einfach weiter Aufträge. Nicht so schwer. Magst du irgendwas? Was? Die Tiefenruine befindet sich tief im Dschungel von bla bla. Ich glaube, hier gibt es genauso viel Glück, Leute. Bla. Nö, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Bin ich verwirrt. Ach, ihr habt jetzt wieder was zu sagen. Hi. Sag mal, hast du Gengar irgendwo gesehen? Nein. Oh. Na, jedenfalls ist Gengar in letzter Zeit irgendwie seltsam. Heckt überhaupt keine Gemeinheiten mehr mit uns aus. Was hat er bloß? Er sieht immer so nachdenklich aus. Findest du? Aber er sieht doch immer so aus. Ich habe ihn nur wie üblich fies lachen sehen. Nein, etwas ist anders. Da bin ich mir sicher, sicher. Die Art, wie er seine Mundwinkel hochzieht, ist anders als sonst. Gott, man kann es auch übertreiben. Vielleicht hast du recht. Ja, jedenfalls kann Team Übel ohne Gengar nicht in Aktion treten. Und das ist ein Problem. Überleg gerade, habe ich das damals noch gemacht als Kind? Es kommt mir gerade irgendwie einerseits neu vor, andererseits nicht. Hast du was zu sagen? In der Früh habe ich schon zahlreiche Retterteams gearbeitet, bla bla. Ruhm, Trösten in. Ja, Lucario. Was? Moment, halt! Da! Im Laufe der Jahre haben schon zahlreiche Retterteams gearbeitet. Viele haben sich Ruhm erworben, doch wenn du nach dem Größten unter ihnen fragst, dann kommt nur eine Anfrage: Lucario. Seine Erfolge als Anführer eines Retterteams bilden den Stoff für Legenden. Ich bewundere ihn sehr. Es ist mein Ziel, so gut es geht, in Lucarios Fußstapfen zu treten. Das ist mein Traum. Okay. Ja gut, damals wurde halt Gen 4 hier so ein bisschen angeteased, glaube ich. Wir haben kurz vor Gen 4 raus. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt auch irgendwie einen Dungeon machen, damit es weitergeht mit dieser Questreihe? Das ist, glaube ich, der letzte Quest-Abteil, den es im Spiel gibt. Also wie gesagt, jetzt müsste ich, man braucht Mew dafür nicht, man braucht Jirachi und Celebi dafür nicht. Die sind alle jetzt Bonus, so gesehen. Die ganzen Legendären, die jetzt noch bleiben. Das heißt, eigentlich dürfte das die letzte Quest sein, die ich dann noch machen kann, morgen. Wie gesagt, ich denke mal, dass ich gleich noch ein bisschen rumlaufen lassen, wenn ich die Tiefenruine noch erkunden gehe. Und halt die Regis einsammle. Wobei, will ich jetzt heute Abend noch rein? Ich glaube heute Abend nicht. Wir dann doch eventuell jetzt dann ein bisschen zu viel heute Abend noch. Vielleicht morgen Mittag oder so, mal gucken. Weitergehen. Ja, heute Abend überhaupt noch was? Ich habe jetzt 2,5 Stunden gestreamt, eigentlich brauche ich am Geilste machen. Finde ich, habe genug gemacht heute. Habe ich schon ein Owei? Ja, habe ich. Dann hast du nichts bei mir zu suchen. Deine 20 Poke fürs Mitkommen kannst du behalten. Yay. Dann abgeschlossen. Ich denke, das reicht für heute. Feierabend, also bis morgen. Am nächsten Morgen. Ob das reicht jetzt, was ich hier vorhab? Dann muss ich sogar vielleicht noch einen weiteren Dungeon machen, so 2 Stück. Guten Morgen. Oder vielleicht ist irgendwas in der Post dabei. Donk.
Aussehen. Besonderes Geschenk. Mhm. Oh, und dieses Ticket A. Seltsame Höhle, ja. Und weg damit. Erst das Goldband. Ist wieder irgendwas im Dorf, was ich triggern kann? Ah, ihr seid wieder hier. Wie es aussieht, ist Gengar auf dem Weg zum Clearberg. Das soll eine ganz schöne raue Gegend sein. Ich frage mich, ob es ihm gut geht. Clearberg? Aha. Ich denke, dass Gengar dort wohl Nona treffen will. Aber ich habe keine Ahnung, was er damit bezweckt. Ja, weil er offenbar, wenn man nicht ganz debil ist, oder ganz jung und es nicht checkt, Gengar ist offenbar der Mensch aus der Legende. The fuck? Also, ich hab's geschafft, Logok loszuwerden. Das habe ich immer in einem Kolosseum gemocht. Wenn man dann hier das Anhängsel, das Mädchen losgeworden ist. Oh, kommt hinterher. Ja gut, lass ich gerade, wenn ich jetzt an die Auswahl gehe, dann habe ich doch bestimmt den Clearberg jetzt hervorgehoben, oder? Nein! Hier bin ich ihn doch. Die Ruine. Okay, es wird nicht hervorgehoben, dass ich da jetzt hin soll. Aber Wunschhöhle kriege ich jetzt ein Versus angezeigt. Ja, okay, man kriegt es halt, wenn man bekämpft und gewinnt, kriegt man es auf jeden Fall. Die Ruine wird was aber nicht angezeigt. Was ist mit den Regis da los? Da haben sie sich doch angeschlossen, ich habe es nicht gesehen. Der Rheinwald, wie gesagt, ist so, glaube ich, die höchste Challenge neben der Wunschhöhle, die ich machen kann. Der Freudenturm ist sehr optional. Verlassene Insel, was auch immer da jetzt war. Absiana kann man da bekommen. Weites Meer war für was auch immer. Ja. Der Kleberg, wo ist der jetzt hin? Ebenen. Gut, beim Clearberg wäre halt dann jetzt dementsprechend dann offenbar das Finale, sag ich mal, von den Postgame-Stories, in Anführungszeichen. War so ungefähr mein Ziel. Eigentlich war mein Ziel, die ganzen Legendaries auch bekommen, irgendwie, aber kann man drüber streiten. Irgendwie? Sieht teilweise jetzt gerade so aus, als ob das da voll dicht dran ist, der 2D-Background- Aufsteller. Also klar, es passt, es sieht einerseits sieht weit aus, aber wenn man halt direkt auf den Himmel guckt und nicht aufs Meer, dann sieht das aus, als ob das Ding relativ dicht dran ist. So Yoshi's Crafted World Style irgendwie. Eventuell, weil das halt komplett ein starres Bild ist und nur die Wolken sich vorbeiziehen. Deswegen wirkt das wahrscheinlich so. Naja gut, 3,5 Stunden. Alle Mini-Dungeons und die Tiefenruine gemacht. Ich glaube, 4 Dungeons habe ich jetzt gemacht. Okay. 5 Dungeons, wenn jeder 20 Ebenen gehabt hätte. Ja, gut. Ich werde dann, wie gesagt, Tiefenruine werde ich mich darum kümmern mit den Regis und Mew. Mew ist halt sowieso so eine Fummelarbeit. Das kombiniere ich dann wahrscheinlich mit Aufträgen. Die Wunschhöhle und der Rheinwald werden dann so, sag ich mal, die letzten großen Quests sein, die ich schaffen muss irgendwie für Legendäre. Aber wie gesagt, Wunschhöhle ist halt mehr oder weniger Glück, sag ich mal. Oder was ist Glück? Da muss ich gucken, was ich da am besten mitnehme. Rheinwald auch, aber der sollte dadurch, dass ich nur ein Pokémon und keine Items mitnehmen kann, der ist sehr RNG belastet. Das heißt, da muss ich halt nur ein Top-Pokémon mitnehmen. Zwar nur eins. Ja. Und der Freudenturm, wie gesagt, ist irrelevant. Das wäre natürlich nochmal eine Stufe höher als die Wunschhöhle, weil da kann ich auch keine Items mitnehmen, glaube ich, und muss auch zu dritt rein. Das heißt, das ist nochmal ein Ticken härter. Das heißt, da muss man nicht nur, kann man sich nicht auf TMs verlassen, sondern muss halt wirklich auch die Sachen mitnehmen, die, also die Pokémon mitnehmen, die wirklich gute Attacken lernen. Das ist schon nicht einfach dann. Da habe ich zum einen keinen Bock drauf und zum anderen ist es nicht notwendig, das zu machen. Kann man machen, wenn man sich wirklich eine Herausforderung vornehmen möchte. Aber ich habe schon auf dem Discord geschrieben, ich würde meinen Guide nehmen und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist wie mit den Super Challenges bei Mario und Rabbids Kingdom Battle.
Die hatten dann irgendwie so 30 Züge und man muss in 30 Zügen das Brett quasi abräumen und das war mir dann too much. Und ich hatte auch keinen Bock, dann wirklich einen Guide rauszusuchen und Schritt für Schritt nur um das gemacht zu haben. War mir auch zu blöd, weil ich musste dann jeden Charakter musste ich umskillen, musste jeden Zug perfekt hoffen und teilweise auf RNG hoffen auch noch, irgendwie glaube ich. So ein bisschen zumindest. Ist ein bisschen nervig auf Dauer. Kann ich dich irgendwie hier einsperren jetzt gerade noch so? Nee, aber gut. Wie gesagt, 3,5 Stunden jetzt eigentlich fast genau. Und ja, ich komme zu einem Ende bei Pokémon. Vielleicht mache ich morgen Abend auch was anderes. Vielleicht spiele ich morgen Abend Stream Bowser's Fury. Je nachdem, wann ich anfange. Wenn ich um 12 aufstehe, dann gucke ich so 17, 18 Uhr eventuell anfangen. Und dann halt bis 10, bis 12 rum. Mal gucken. Ich will eigentlich Nintendo-Spiele will ich gar nicht mehr so früh anfangen, weil um die Uhrzeit sind halt auch jüngere Leute unterwegs, also wirklich jüngere. Ich rede jetzt nicht von 17, 16, 15, ich rede jetzt von so 10 bis 14. 13, ja. Ich glaube, so ab 14 hat man den Bogen vielleicht halbwegs raus. Gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ist immer so, sehr junge Leute, die ich bisher angetroffen habe, die waren immer nervig und anstrengend. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja gut. Dann würde ich sagen, Flo, falls du noch zuhörst, bist zumindest der Einzige in der Nutzerliste, derjenige, der einen vermeintlich richtigen Namen hat. Anderen sehen wieder aus wie irgendwelche Bots oder irgendwelche, keine Ahnung, was sie konnten. Es ist sowieso ein Zuschauer. Flo, weiß ich halt, dass da einer ist. Und dann Benutzer, keine Ahnung, Flask, Copy, Flitted, Jiffy John, nee, Jiffy Oni, whatever. Und halt Stream Elements. Und ich weiß nicht. Es können halt nur Bots sein, weil wenn nur einer angezeigt wird und die Liste aber halt vier weitere zeigt, die werden ausgeblendet, weil es Bots sind oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Muss ich wieder VOD schneiden und ich muss noch die Bosskämpfe gegen die Legendären zusammenschneiden und hochladen. Mache ich auch noch jetzt die Tage dann. Und jetzt weiß ich, stimmt, ich habe einen Part aufgenommen, wo nichts drin passiert ist. Deswegen habe ich ein Video mehr gehabt, als was ich eigentlich hätte haben sollen. Ah. Und ich habe nämlich einen Part habe ich einfach irgendwo so aufgenommen. Aber okay, gut. Ist irrelevant. Da kümmere ich mich dann gleich wahrscheinlich drum. Und dann würde ich sagen, Nacht für heute und bis morgen Abend dann oder morgen Nachmittag. Eher Abend, aber mal gucken. War dann doch nicht ganz so still heute Abend, wobei Flo hat vier Sätze geschrieben, das war's. Dislike hat ein bisschen was geschrieben, seine PS4-Leidensgeschichte. Der war aber auch ab 9:30 dann nicht mehr da. Und dann war es bis 10:45 still, bis Säbel da war für 10 Minuten ungefähr. Es ist jetzt auch eine Stunde her, dass er weg ist. Also von daher. Ich weiß, Pokémon ist nicht jedem seins. Aber ich hab's angefangen und ich wollte es dann auch halbwegs durchspielen noch dann wirklich. Ich hasse es, diese dumme 100% Krankheit, die ich hab. Oder ansatzweise 100%. Naja, gut. Dann würde ich sagen, ciao, gute Nacht und bis dann.